Dann willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Runde Battletech. Tja, Aufträge auf diesem Planeten gibt es nicht mehr. Wir fliegen jetzt nach Mantarka 10 Tage. Kann man auch alles reparieren, alles ganz gut, bisschen Geld verdienen. Einsteinerauftrag ist kein Problem. Die Reisekosten bezahlt der Auftraggeber. Wir nehmen erstmal hier rollendes Metall. Das Lustige, es ist ein Konvoi im Hinterhalt. Yeah. Ich bin begeistert. So, wir fliegen dahin. Bis dahin kann alles repariert werden. Das ist kein Problem. Runde von den Wüstenplaneten. Ah, stimmt, das hatte ich vergessen. Kostet mich ja Geld. Mein Hangar kostet mich 163.000. Alle Max und. Junior mit 41.000, der Meistverdienste bei mir. Sehr gut. Wir bleiben auf normal. Denn viel Geld haben wir leider nicht. So, Blackjack und Dings. Oh, Stromschaltsperre. Wenn wir die defekte Schaltsperre nicht umgehen, werden wir insgesamt 17% einbüßen, argumentiert Junior. Leidenschaftlich, fast schon schreiend, und du versuchst dich zu erinnern, wie du diese Diskussion hineingeraten bist. Anscheinend gelang es Junior dank seines technischen Wissens, eine ernstzunehmende Schwachstelle in der sekundären Einschaltsperre der Argo aufzuspüren. Allerdings beharrt Dr. Murat darauf, dass die Schaltsperre wie vorgesehen funktioniert. Zum Glück sind es nur 17%. Das liegt nicht an der Schaltsperre. Diese Systeme wurden einfach nur jahrhundertelang nicht gewartet. Ihr Plan könnte den gesamten Zentralkern überlasten. Nur wenn er nicht funktioniert, entgegnet Junior. Lass Energieversorgung in Ruhe. Bitte Dr. Murat, die Idee von Junior zu testen. Wir testen von Junior. Du sagst Dr. Murat, können Sie einen kleinen Test durchführen, um herauszufinden, was passieren würde? Sie runzelt die Stirn und antwortet schließlich: Ich schätze, ein kleiner Test kann nicht schaden. Sie wende sich Junior um einen Testplan aufzustellen. Später informierte ich Dr. Murat darüber, dass Junior sowohl Recht als auch Unrecht hatte. Die Schaltsperre ist tatsächlich für den Energieverlust verantwortlich. Aber es gibt keine sichere Alternative. Fügen Sie das der immer länger werdenden Liste der Probleme auf der Argo hinzu, die wir nicht lösen konnten. Junior hält für die nächsten 30 Tage gut gelaunt. Das ist gut. Das ist... Ja, die Argo. Ein Schiff, das halb auseinanderfällt. Jahrhundertelang nicht gewartet, ist klar. Ich glaube, ein Sprung müsste sein, oder? In das System. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Da wird der Sprungantrieb aufgeladen. So, alle Mechs sind einsatzbereit. Ich müsste mal dringend wieder ausbauen, aber ich traue mich nicht. Das Nötigste habe ich ja. Alle Aufträge sind durch. Wir fliegen weiter. In 4 Tagen kommen wir an auf Mantaraka. Toller Name. Oh, viele Asteroiden. Sind Sie bereit, den Auftrag zu erfüllen? Nein, noch nicht. Wir sind noch nicht bereit, den Auftrag zu erfüllen. Sieht auch so eine Wüste aus. Können wir kurz gucken. In der Sternkarte sind wir jetzt ein Planetensystem weitergereist. Von hier nach da. Mantaraka ist von kahlen, felsigen Hochländern und kalten, trockenen Tiefebenen bestimmt, sodass dort kaum gesiedelt werden kann. Dank seiner enorm leichten, zugänglichen Titanvorkommen wurde der Planet jedoch zu einer rentablen Bergbaukolonie. Schwarzmarkt ist verfügbar, Produktion anziehende Zivilisation auf Niveau der Perisphäre, fersige Welt, geringere Bevölkerung, aber ein Reisezentrum. Wow. So, laden. Nicht Ladebildschirm, sondern wir gehen in den Laden. Zuerst die Max. Sissy da ein Teil, Commando, Javelin, Orion, 75 Tonnen, Rifleman, Shadowhawk für 600.000, Tribuget, 1,2 Millionen. Wie viele Aufträge gibt es hier, grob? Verbindung zum Comstar Mirknet, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aufträge, ja, da lässt sich gut Geld verdienen. Wir machen trotzdem erstmal. Auftrag starten, ist klar, weil wir haben hier schon einen. Selbe Mannschaft, selbes Team, selbe Runde. Let's go. Und mal wieder, und das ist das Lustige, ein Auftrag. Konvoi, meine Lieblingsaufträge. Ich hasse diese Aufträge. Einfach, weil das sind mindestens 4 Mechs, die da auf einen schießen, plus eben die Fahrzeuge.
Naja, und wenn der Konvoi entkommt, kriegst du kein Geld. Aber genau das brauche ich. Die Kohlen. Ja, mit den Kohlen. Ah, Mann. Und wir brauchen Mech-Teile, ganz viele. Verwalte die Hitze deines Mechs im Kampf, indem du Waffen mit geringerer Wahrscheinlichkeit abschaltest. Ah. Also Trebuchet und Shadowhawk würde ich auf jeden Fall kaufen wollen. Unbedingt. Das wäre für mich sehr, sehr wichtig. Gerade das Trebuchet, wenn ich den bekomme, kann ich einen Windikerl austauschen und dann hätte ich dann ein richtig schönes Langstreckensystem. So, unsere Quellen auf dem Planeten haben uns auf einen Fahrzeugkonvoi aufmerksam gemacht, der auf eine Militärbasis ohne sonstige Verteidigung gebracht wird. Wenn wir schnell handeln, können wir den Konvoi zerstören, bevor er die Basis verstärken kann. Normalerweise würde uns ein einfacher Konvoi keine Sorge bereiten, aber den Geheimdienst zufolge der Piraten ist eins der Fahrzeuge ein vollständig einsatzbereiter Shred-PBK-Träger. Oh Gott. Eine solche Bedrohung können wir nicht ignorieren. Wir müssen diesen Konvoi eliminieren, bevor er die Basis erreicht. Oh, PBK, Schreck. So. Commander, unterschätzen Sie den Schreck nicht. Er ist zäh und hat drei Partikelkanonen sowie die Wärmekapazität, um ununterbrochen damit schießen zu können. Uiuiui. Sie mögen zwar kaum noch neue Mechs herstellen können in diesem Universum, aber auf solche beknackten Ideen kommen sie. Panzer mit 60 Mini-Raketen im Nahkampf draufschicken. Bam! Okay, das ist der Bereich, Commander. Eine gepanzerte Kolonne sollte vor uns sein. Station Boss, nachdem sie gepanzert und bla bla bla. Okay, erstmal Wald, das ist soweit okay. Hier ist der Konvoi. Dahin will er. Und das Gelände ist richtig scheiße. Ich hätte jetzt, entweder gehe ich jetzt hier drauf, ja, dann fährt der Konvoi aber sofort los, keine Chance. Alternativ, ich gehe hier lang, springe hier irgendwie drüber und schleiche da lang. Das ist jetzt echt blöd. Also das ist jetzt richtig blöd von mir, Länder. Weil die mache ich doch so oder so auf. Okay, dann geradeaus rennen. Dann geradeaus direkt auf den Konvoi drauf zu rennen. Da müssen Junior und X-Wan Vakant wirklich durchflitzen jetzt. Weil die PPKs werden nicht anhalten. Die werden durchfahren. Aber das wird so wehtun. Positiv, wir haben jetzt mal ein bisschen Wald. Alles auf Sprinten. So, ein Target haben wir. 25 Tonnen und 35. Das sind Lights. Hier ist die Straße. Nein, Kommando, haben wir lange nicht mehr gesehen. Jetzt Schattenwolf, jetzt kann man drum rennen. Jetzt muss ich auch rennen. Panda, sehr gefährlich. Hat auch Raketen dran, habe ich gesehen. Oh, er trifft auch noch. Trotz gigantischen Ausweichen. Okay. Wir haben hier eine Straße. Und hier außen. Ich vermute mal, dass der Konvoi da außen lang fährt. Deswegen zuerst X-Men im Rennstyle vor Aufdecken Licht machen. Muss erst den Konvoi finden. Dann sind sie. Aber ich mach's halt noch nicht auf. 60, 35. Ich hoffe, dass die hier vorne lang fahren. So, auch Junior rennt. Immerhin keine Bäume umgeknickt. Sehr schön. Bitte lass die hier vorne lang fahren. So, BMOF. Läuft nur und schießt dabei. Als erstes auf den Panda, weil ich ihn gefährlicher finde. 50% ist egal, nehme ich. Na, PPK geht daneben. Glitch läuft ganz normal. Wird aber auch gleichzeitig schießen. Boah, wir klingen gar nicht um. Sehe ich jetzt erst. Feuer. Kleiner Leck. Man hat es gesehen. Panda nur leicht beschädigt. Okay, Konvoi kommt in meine Richtung. Das ist gut. Damit habe ich zwei Fahrzeuge, zwei Mechs, die drauf treten können. Sowohl X-Mann als auch da unten.
They've got a sensor lock on me. Auch das Träger, dann ist das hier das PPK-Ding. Bei 60 Tonnen. Mandico. Aber keine Schreck-PPK. Oder ist sie schon weg? Das müssen ja 4 Fahrzeuge sein. 3 habe ich auf dem Schirm. Wenn du kommst, stellt sich vor X1. Schießt aber zum Glück daneben. Panda kommt, schießt auch auf X1. Nee, geht in Nahkampf, ist okay. Aber hat keinen von diesen. Okay, den können wir schon mal draufdrehen. Machen wir auch. Ja, 30% oder 25%? 30. Sind also nur diese 3 Fahrzeuge? Geht jetzt erst Beamov? Ich komme nicht an die Fahrzeuge ran. Das Mist. Wir schießen weiterhin auf den Panda. Nahezu alles geht an dir. War nicht schlecht. So. Klitsch im Windicator. Alles auf dem Panda. Konzentrieren. Wo wir jetzt? Komm, wir machen 3 Ziele. Ziel Nummer 1. Ziel Nummer 2. Sagen wir, der PPK geht. Ja. Genau. Die PPK geht auf Alpha und Raketen auf Bravo. Auf dem Panda. Ah, verfehlt. Einschläge passen. BBK ist weg, habe ich gesehen. Wenn ich mich jetzt nicht auch. Gucken wir nochmal nach. Nee, gucken nur Kurzschränkraketen. So, Junior ist dran. Endlich wieder richtige Gegner, ich habe Lights. Wir brauchen das Geld. Das ist okay, das passt. Der Mandikor kommt. Passt, ist okay. Alles gut, alles gut, alles okay. Mandikor kann ich jetzt zertreten. Puh, der schießt dann nicht. Er war vom Baum im Weg. Oh, okay. Wir keine große Herausforderung jetzt, weil es leid sind, aber das ist mir egal. Ich stehe kurz davor, 2 neue Medmax zu bekommen. So, als erstes machen wir den Blatt, damit der nicht mehr schießen kann. Jawoll. Da werden es die Piraten aber freuen. So, BMOF kann ihn sauber, dann ist der Konvoi schon mal kein Problem mehr. Windelt aber ganz schön, oder? Bam. Bleiben nur 2 Max. Die sind das geringste meiner Sorgen. So, als ersten Panda. Mit allem, was wir haben. Präzisionsschuss drauf, klar, warum nicht? Schön da oben. Sauber. Panda raus, nice. Ab in den Wald für 20% mehr Deckung. Präzisionsschuss an. Auf dem Kommando, hinten drauf. Feuer.
Rechts außen zerstört, Kurzschreckraketen weggenommen, Pilot verletzt. Was hat hier gesagt? Wenn ich dich beschieße, dann nimmst du es und freust dich? Ach, Glitch. Okay, Behemoth kassiert ein bisschen. Ist aber geringfügig. Da kommt dahin. Ich meine, der hat keine Chance mehr. Das sind jetzt 4 Salven, die der abkriegt. Völlig egal, einfach nur drauf. Präzisionsschuss, sein Ausweichen da wegnehmen, feuerfrei. Optimale Treffer. Good to go. Klitscher selber nochmal von hinten. Feuer. Sauber. Angriff von hinten, ignoriert Deckung, Mac down. Jawohl, Landezone wurde geräumt. Wir gehen raus und bekommen wunderschöne 134.000. Ja. Ich sollte bei diesen Einstern-Missionen vielleicht die Kohle raufschrauben, sodass wir da eine halbe Mille machen oder so. Könnte man ja machen. 232.000, immerhin. Keine Reparatur vonnöten, sehr, sehr schön. PPK habe ich 3 im Besitz, jetzt haben wir davon 4, das ist schon mal gut. Eine PPK ist wirklich gut, für den Fall, dass ich welche verliere. Als 6 nehmen wir einen Panda hier. Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Es waren 2 Teile angezeigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich habe einen Panda zusammen. Ich habe alles bekommen. 44 Schrottteile. Pff, mega. Mehrere PPKs? Hä? Ich werde da nicht nachfragen. Ich nehme es einfach. Ich konnte jetzt hier nicht klicken. Jetzt habe ich das bekommen. Ist egal. Nehme ich. Gerne. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen Panda zusammen. Da haben Sie schon mal ein bisschen Reserve. Ja. Haben wir doch schon mal 2 Panda. Könnte man ja eine Story-Mission unter Umständen. Aber nein, machen wir nicht. Trotzdem kann man das mal ja schnell erklären, warum ich jetzt hier so viel bekommen habe. Ist ein Bug, oder? Kann nur ein Bug sein. Stürzt jetzt das Spiel ab. Hat ziemlich lange gedauert, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Ich überlege gerade, wo habe ich denn das letzte Mal gespeichert? Das ist schon lange her. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich guck mal gleich bei mir ins Lager rein. Sammeln Erfahrung, das war okay. Panda habe ich nicht zusammen irgendwie. Wegbucht. Jetzt müsste ich ja massenhaft PPKs haben eigentlich. Komponenten. Laser. 9 Stück. Und die hatte ich ja vorher schon, glaube ich, oder? Okay, Buchten. Lager. Panda, 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 Panda. Was von ist ein Panda? Das ist der Spider. Das sind Locus, Commands, Urban Max. Das sind die Spiders. Panda? Doch. Hier, 6 Teile. Keine Ahnung, ob ich die schon vorher hatte. Pff, ist egal. Ich nehme es einfach. So, Auftrag. 1 Stern zu 2 Sterne. Wir machen erstmal die kompletten 1 Sterne weg. Hier, 700.000 Testlauf. Wir haben den ganzen Stolz der Konföderation Capella erobert. Einen Katarat CDF-1X. Unsere Wissenschaftler haben dieses Biest rekonstruiert. Aber jetzt brauchen sie scheinbar echte Kampfdaten, bevor sie weitermachen können. Sie sollten uns die Daten beschaffen. Wir haben eine Lanze Taurus ausfindig gemacht, die uns als Versuchskaninchen dienen wird. Schaffen sie den CDF-1X, ich weiß auch nicht, was ist, runter auf den Planeten und eliminieren sie diese Lanze. Wir müssen ja nicht extra erwähnen, dass wir nur diesen einen haben. Also bringen sie ihn halt zurück. Ich würde ja sagen, das ist eine schlechte Idee. Das ist eine schlechte Idee. Aber dieser Kata-Frachs sind echte Monster. Sehen Sie nur zu, dass das Teil nicht drauf geht. Sonst kriegen wir keine Kohle. Ich bleib mal bei 2, weil ich brauche das Geld. So, der Kata ist da drin. So, warte, 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 warte. Bleib ich beim Centurion oder gehe ich auf Shadowhawk? Ich glaube, ich gehe auf Shadowhawk hier, oder? Nee.
Wir lassen es erstmal so. Wir lassen es genau so. Ich habe ja hier dieses Kater. Ich weiß auch nicht was. Kurzschreckenraketen, Laser, AK-5. Lassen wir mal bei. Kennt er nicht. Bin ich mal gespannt. Dann mal rein. Gucken, wie der aussieht. 70 Tonnen. 70 Tonnen. Irgend so ein Katapult oder Kataklysen noch. Das hört sich geil an. Das können nur leichte Mechs sein da unten, aber trotzdem alles zerschossen. So ein Mech könnte ich gebrauchen, da mal gegen mittlere Mechs antreten. Sollte ich die mittleren Teile bekomme. Am besten Dribugé. Das wäre nicht schlecht. Ich hoffe, ich finde einen in irgendeiner Mission. Oder am besten zwei auf diesem Planeten. Plus das Teil, was im Laden ist. Damit hätte ich drei und damit hätte ich einen zusammen. Theoretisch. Auf deinen Feind drauf zu springen ist äußerst effektiv, aber bedenke, dass du damit die Beine deines eigenen Mechs zerstören könntest. Da ist ja irgendwas. Bin ich schon sehr gespannt. Okay. Mission müsste gleich starten. Ein Katafrakt CTF-1F. 1X. Ein-Stern-Mission. Ich glaube nicht, dass irgendwas drin ist, was Schweres oder Großartiges, weil ein Stern ist ja. Ich bekomme 400.000 plus 200 plus zwei Schrottteile. Ich hätte hier komplett auf Geld gehen sollen. Aber wenn dann doch so ein Med-Mech drin ist, würde ich mich ärgern. Deswegen. Aber der Auftrag hört sich cool an. Also, das ist einer. Der ist richtig, richtig cool. Katafrast CTF 16. Commander, das ist der hässlichste Mech, den ich je gesehen habe, aber widerstandsfähig wie ein Bunker. Ruhe, Young. Wir haben diese Ziellanze in dieser Region verfolgt, Commander. Zeigen Sie denen, mit wem Sie sich angelegt haben. Wenn Sie bereit zur Evakuierung sind, Commander, dann hole ich Sie hier ab. Ich glaube, hier passiert irgendwas in der Mission. Lass mal gucken, wo ist er? Das ist er. Das ist mein Vindicator. Sieht cool aus. Das ist mein Blackhawk. Sieht auch cool aus. Centurion sieht auch nice aus. Aber hier. Groß, fett. Kriegt man ja auch nicht richtig rein mit der Kamera. Groß, fett. Böser. CTF-1X. Hat 88 Panzerungen. Hat dafür mächtig viele Waffensysteme. Schade, dass ich den nicht behalten darf. Tja, wie wir den Einsatz erleben. Sehen wir in der nächsten Runde. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.